Hallo allerseits. Heute spreche ich über die 5 besten deutschen Lebensmittel. Deutsche Lebensmittel sind vielfältig und oft lokal. Sie sind mehr als nur Bier und Wurst. Königsberger Klopse. Sie sind in Berlin und Brandenburg beliebt. In diesem Gericht gibt es Fleischbarren, Kapern und cremige weiße Soße. In den Fleischbarren sind gehacktes Kalbfleisch, Zwiebeln, Eier, Sardellen, Pfeffer und andere Gewürze enthalten. Maultaschen. Das Gericht stammt aus Schwaben im Südwesten Deutschlands. Es sind Großravioli. Im Teig sind Hackfleisch, Semmelbrösel, Zwiebeln und Spinat. Sie werden mit Salz, Pfeffer und Petersilie gewürzt. Es ist in ganz Deutschland beliebt. Lapskaus. Es ist ein traditionelles Gericht aus Norddeutschland. Am beliebtesten ist es in Bremen, Kiel und Hamburg. Gasalzins Rindfleisch, Zwiebeln, Kartoffeln und 1 Liter rote Bete werden püriert. Es wird mit 1 Liter Gurken und Rohmops serviert. Currywurst. Es ist ein klassisches deutsches Streetfood. Es wird mit Pommes und Ketchup oder Mayonnaise oder einem Brötchen serviert. Am beliebtesten ist es in Berlin, Köln und im Rhein-Ruhr-Gebiet. Döner Kebab. Es wird von türkischen Einwanderern eingeführt. Es gibt Fleisch, Zwiebeln und Salat. Es wird mit Soße serviert. Haben Sie Hunger? Es ist das Ende der Präsentation. Danke fürs Zuhören.